Ich habe vorhin über eine Sache nachgedacht, wo ihr sagtet, naja, man muss mal gucken, wer arbeitet überhaupt mit Daten und so weiter. Da habe ich mich so ein bisschen schwer getan, weil ich überlegt habe, naja, eigentlich, wenn ich so durch die Unternehmen gucke, arbeiten tun alle irgendwie mit Daten. Ja? Nutzen sie die, um wirklich Entscheidungen zu treffen, ist eine andere Frage. Aber ich habe, egal wo ich war, egal was ich bisher irgendwie gemacht habe, ich habe noch niemanden gesehen, der nicht unfassbar große und komplexe Excel-Tabellen irgendwie erstellt hat. Ja? Ob die jetzt Reporting-relevant waren oder ob er die genutzt hat, um, keine Ahnung, irgendwie da reinzugucken, um irgendeinen Frachtauftrag zu finden oder was auch immer, ja. Aber irgendwas haben sie alle mit riesigen Excel-Tabellen gemacht. Ja. Also mit Daten gearbeitet hat jeder. Und ich glaube, der spannende Punkt ist, wie offen und bereit sind die Leute dann, sich so ein Stück weit von diesem erlernten riesige Tapeten wegzubewegen, hin zu, ah Mensch, es könnte vielleicht auch ein bisschen anders und besser gehen. Und da gibt es sicherlich die Fälle, jetzt, wie du gerade sagtest, ist mir alles egal, brauche ich alles nicht, will ich alles nicht. Ja. Lassen, ja. Genau, ja, die wird man auch nicht mehr therapieren können. Also das ist so. Die werden da bleiben und die werden das bis zum Ende ihrer Tage so tun. Aber wie du sagst, also ich glaube, man muss an die Fälle rankommen, die von selbst sagen, ah, ich habe da mal was gesehen. Man könnte das doch vielleicht ein bisschen moderner machen. Man könnte es ein bisschen intelligenter lösen. Und mit denen kann man halt auch schnell Erfolg erzielen. Weil das muss man auch sagen, die Technologie ist ja da, dass es schnell gehen kann. Also man braucht ja nicht mehr wie früher x Jahre, um irgendwie mal die Daten aufbereitet zu haben. Das hat ja fast jeder schon in irgendeiner Form getan. Ja, eine gewisse Datenaufbereitung, ein gewisses Data Warehouse Ja, eben. aufgebaut, ja, sodass man nicht bei Null startet. Die meisten Projekte bei uns starten eigentlich immer in dem Moment, das System ist, also Data Warehouse ist da, vielleicht müssen wir noch eine weitere Datenquelle mal einbinden, aber der Großteil der Daten ist ja schon in irgendeiner Form in der Datenbank und im Data Warehouse oder irgendwas drin. Ne? Ja, nur viele Bereiche wissen es halt teilweise auch gar nicht, weil die wissen ja gar nicht, was für Möglichkeiten sie in dem einen Unternehmen haben. Ja, teilweise kennen sie noch nicht mal Data Warehouse, also selbst das hatten wir letztens, dass sie nicht wussten, dass sie das im Unternehmen hatten. Ne? Spannende Erkenntnis, aber da hat schnell Mehrwerte gegeben. Also auch das ist meine Erfahrung, wenn ich Freunden, die man zum Beispiel jetzt beim Osterfeuer bald wieder in der Heimat sieht, erzählt, dass man jetzt irgendwie was mit Daten macht, wenn die irgendwo in einem Industrieunternehmen arbeiten, sei es im Einkauf oder auch an der Produktionsstraße, SAP kennt irgendwie jeder und jeder macht auch irgendwie was mit Daten. Also, aber eben genau dieser Unterschied zum, bin ich Data Literate oder nicht? Ist wahrscheinlich dann, dass man erkennt, dass man was mit Daten macht und dann auch vielleicht sagt, okay, ich will vielleicht auch besser mit diesen Daten arbeiten. Wir haben es heute Morgen bei die Kollegen Achim und Sebastian gesehen, die uns da mal durch die Produktionsstraße geführt haben. Ich glaube auch, dass die Ingenieure, die dort tätig sind, dass sie auch sehr dankbar sind, dass es da eben diese Übersicht gibt und dass sie da ihre Arbeit verbessern können. Ja, aber man muss natürlich erstmal erkennen, dass man eben überall mit Daten arbeitet.